Probleme? Ja, Vorsicht, ich bin stinksauer. Ich hatte mal wieder nur Arschlöcher an der Tür. Ja, jetzt nicht ihr. Ich meine bei mir in der Disco. Ich sitze am Hocker, ich denke mir nichts Böses, schau nur den Häschen nach, ne? Da plötzlich denke ich, was ist hier los? Das riecht hier so komisch. Ich drehe mich rum, da sehe ich einen Typ stehen. Der sieht aus wie Jesus nach 12 Stunden am Kreuz. Vollkommen abgehangen, fettige Haare. Und dann hat er Sandalen an. Gesundheitssandalen. Ist doch voll pervers. Birkenfick oder sowas. Ne? Kollegen, da stinkt er mich an mit seinen dreckigen Schweißfüßen, dass ich beinahe aus den Stiefeln springe. Und ich arme Sau, ich bin doch noch auf Koks, auf Kokain. Da hast du eine empfindliche Nase. Ich denke nur, Hansi, jetzt reißt es dir gleich die Nasenwand raus und die Popel haben freien Durchmarsch bis zum Hirn. Und da will der Freund dann noch umsonst rein. Sag ich, Känguru. Wenn du nichts im Beutel hast, hopp, hopp, spring. Ja. Und weg mit dir. Ein dummer Spruch, Kieferbruch. Ja, sorry, als Türsteher habe ich ein Konzept zu haben, ja? Da kann ich euch jeden reinlassen, am besten noch die ganzen Müsli-Schlampen da. Ja, von gegenüber, ich sag nur Frauenbuchladen, ne? Ja, Moment mal, ich bin tolerant, ja, normal gesehen. Aber die Alten, wenn du die anquatschst, die spucken doch mit Körnern. Ja, lacht nicht, alles erlebt! Letztens gehe ich hin zu so einer Alten und ich bin doch noch ganz freundlich in meiner Doofheit. Ich frag noch ganz höflich, hast du Bock zu ficken? Ja, was glaubt ihr? Da rotzt die mir mitten in das Auge rein. So ein ekelhaftes Müslikorn, so Vollkostgedrisse. Ich hatte 3 Tage die Placken im Gesicht. Ekelherpes. Spucken, das ist für mich kein entspanntes Verhalten. Wie sage ich immer, wer rotzt raus? Die Leute, die kommen bei mir in den Laden, um sich zu entspannen. Die haben ein Recht auf Entspannung. Die haben doch keinen Bock, da mit einer Körner Schutzbrille in der Gegend rumzulaufen. Verdammte Scheiße nochmal. Ich pack die Alte, ne? Ich will die rausschmeißen, Kollegen. Ich passe eine Sekunde nicht auf. Da täuscht die Alte mit links an und haut mir mit rechts mit der geballten Faust voll auf das Ei drauf. Pah! Weihnachten im Großhirn. Süßer die Glocke, die klingelt. Kollegen, wenn in dem Ei jemals ein Küken drin saß, das hatte keine Zeit für einen Abschiedsbrief. Na schön. Ich gucke in die Hose rein. Das sah aus wie Leipziger Allerlei. Freunde, das hat mir noch keine Frau jemals im Leben angetan. Und von Frauen habe ich Ahnung, das könnt ihr mir glauben. Ich habe im Leben mehr gebumst als gepisst, ja? So, Kollege, lacht ihr hier über mich? Lacht besser nie über mich, ja? Ich bin nervös, ich bin Kampfsportler, ja? Und ich kenne keine Schmerzen. Glaubt ihr nicht? Da guckt her. Hier. Noch Fragen an Hansi? Okay. Ich hoffe, dann habt ihr jetzt was gelernt. Wenn der Kuchen redet, haben die Krümel Pause, ja? Okay.